So, meine lieben Spielgenossen, hier mal eine kleine Demo des neuen Wii Controllers am PC angeschlossen. Hat 2 Stunden gedauert, bis ich das alles hingekommen habe mit irgendwelchen Treibern und Cracks und Hacks, aber ihr seht, dass der Mauszeiger sich bewegt, ja? Und ihr seht, ich bewege ihn hiermit. Vielleicht kann man das ja mal zusammen aufnehmen. Runter. Rauf. Ups, was ist links? Rechts. So. Und jetzt werde ich damit was spielen? Unser gutes altes, wenn ich es dann hinkriege. Ihr seht, es ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Quake. Doppelklick geht nicht. Wieso das nicht? Jetzt doch. So. Bisschen doof, das jetzt hier so zu halten, aber ihr so könnt es nur sehen und beweisen. Singleplayer, Chunk, Chunk. So. Machen wir mal easy, weil mit der Steuerung, ne? So ein bisschen so eine schwierige Geschichte. So, ich kann jetzt vor allen Dingen jetzt nicht. Oh, jetzt muss ich natürlich. Haha, Momentchen. Also, ich muss die Mausinvertierung ausstellen. Das Ganze mal ein bisschen sensibler machen. Na? So, jetzt kann ich also, wo habe ich denn das Ding hier? So, nur damit ihr es mal seht. Rauf gucken. Links, rechts, links, rechts, links. Und ich finde, die Verzögerung hält sich ja echt in Grenzen, ja. Ich bräuchte jetzt ja meine linke Hand, mit der ich die Kamera halte, um zu laufen. Ich kann jetzt sagen, dass ich hier schießen kann. Springen, schießen. Da kommt irgendwo jemand. Unten, glaube ich, hier. Oder? Wo kommt er? Links, rechts, oben, rechts. Da. Ja, gut, dass ich den Easy Mode eingestellt habe. Aber ihr seht, es funktioniert. Ich habe jetzt schon irgendwie 5 Minuten gespielt. Am Anfang war es total konfus. Und dann nach 5 Minuten war es schon ein bisschen einfacher. Ich denke, wenn man sich daran gewöhnt, dann wird das richtig cool. Mal sehen.